What do you do? Ich bin Musiker, Berufsmusiker seit 1994 in Wien. Also ich bin in Wien zu Hause, aber Wien ist mein Ausgangspunkt und mein Rückzugsgebiet sozusagen. Das heißt, ich bin Musiker auch und viel unterwegs in Europa und in unter anderem in arabischen Ländern. What drove you into this field? Ich bin in Beirut geboren, 1967, und der Kontext, in dem ich aufgewachsen bin, war Krieg. Und Kunst und Musik war für mich eine Brücke, eine unheimliche Brücke zur Außenwelt. Beirut war immer wieder belagert und das Meer war immer hier. Und Musik und Kunst überhaupt war einfach eine emotionale Brücke für mich, mit der Außenwelt zu sprechen. Und ich glaube, letztendlich, man weiß es nicht ganz genau, was einem dazu gebracht hat. Es wächst in einem und der Mensch wird einfach davon getrieben. Zum Glück auch. Hätte ich mein Leben entziffern können, also wie es das geworden ist, womöglich hätte ich das nicht gemacht. Und das würde ich absolut vermissen. What is your greatest source of energy? Ich glaube, Liebe, die man erfährt, ist eine unglaubliche Quelle. Und dann, vielleicht gibt es unterschiedliche Quellen. Und die erste Quelle ist die Liebe, also die für mich auch sehr bestimmend ist. Und dann gibt es sehr viele Begegnungen mit Menschen, mit Projekten, mit Kindern, mit Flüchtlingen, mit Sesshaften. Und die geben einem sehr viel Kraft und sehr viel Energie. What was your most impressive childhood experience? Ich bin gebürtiger Flüchtling in Beirut von palästinensischen Flüchtlingseltern. Und das Flüchtlingslager war eigentlich unser Zuhause. Das heißt, ich bin dort aufgewachsen. Und im Alter von 5 Jahren habe ich ein Begräbnis von einem Mörder. Und das erste Mal habe ich so diese Marschmusik erlebt und das war für mich sehr packend. Also es war so mächtig, also es war auf mich sehr, sehr mächtig. Und ich habe auch Angst gehabt als kleines Kind von dieser Art von Musik. Dass ich dann Jahre später Musiker geworden bin, also viele Jahre später, und eine völlig andere Sprache entwickle, finde ich spannend. Ich kann das nicht auf das zurückführen, aber es hat mich, ich kann jedes Bild noch im Kopf nachstellen, sozusagen. What is the best advice you can give? Also ich bin kein Ratgeber sozusagen, aber wir machen sehr viele Fehler in unserem Leben und ich glaube, das Wichtigste, was wir jemandem beibringen können, also falls ich das meinen Kindern beibringen könnte, ist einfach zu sagen, du sollst immer dabei sein, wie du bist und nicht sich verstellen. Das Verstellen oder dieses Schauspiel, was wir jeden Tag machen, ist eigentlich ein großes Problem und schafft sehr viele Probleme für uns. Und dieses Schauspiel ist eigentlich vorprogrammiert von Medien, von Produkten und so weiter. Und das, die Frage ist, ob wir das sind oder nicht. Also das ist das Wichtigste. What would you like to achieve in this lifetime? Im Rahmen von der
Flüchtlingsbewegung nach Österreich habe ich eine mobile Musikschule gemacht. Und ich würde gerne diese Institution gründen und weiterführen und einfach eben in den Häuser zu gehen, zu den Menschen zu gehen, mit ihnen ein paar Stunden völlig was anderes machen, mit einer anderen Konzentration, mit Kollegen, ohne Kollegen, weil das gibt ihnen sehr viel und es gibt mir auch sehr viel. What brings us together? Neugier und Respekt uns gegenüber. Und aber ich finde, Neugier ist unglaublich wichtig, weil dadurch können Fragen entstehen und können Antworten entstehen. Und wenn das Ganze so behutsam ist, ist großartig. Sehr viel passiert allerdings nicht in einer gleichwertigen Begegnung. Und da können sehr viele Probleme entstehen. Aber ich finde, Neugier und Respekt sind sehr wichtige Säulen unter Menschen, um Menschen zusammenzubringen. What makes us human? Also die Liebe macht uns menschlich. Durch die Liebe erfahren wir eine Art Sinnlichkeit. Und durch Sinnlichkeit wird der Mensch einfach empfindlich. Und ich glaube, wenn wir diese Sinnlichkeit haben und als Teil unserer Sinne sozusagen, dann sind wir dort, wo wir sein sollten. What is the most courageous decision you've made? Entscheidungen werden eher nachher meistens so bewertet und reflektiert und man stellt irgendwie so einen Wert drauf, das war mutig oder nicht. Also, aber ich habe es noch nicht entschieden. Also ich habe es noch nicht getroffen, diese mutige Entscheidung. What is your strongest conviction? Ich glaube, es geht bei mir sehr viel um Gerechtigkeit. Also ich habe sehr viel Ungerechtes erfahren. Und meine stärkste Überzeugung ist, dass es lohnt sich, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen. Und das ist eine unbedingte Sache für mich. Und man soll nicht alles hinnehmen, wie es ist, weil es nicht so ist, wie es sein soll. Und es lohnt sich, immer wieder aufzustehen, zu sagen, nein, das mache ich nicht, das will ich nicht. Und vieles betrifft einen nicht, aber es betrifft sehr vielen anderen. Und das ist auch sehr angebracht, dass man auch für diese anderen Menschen, die nicht die Mittel haben, einfach mit ihnen zu solidarisieren und mit ihnen aufzustehen, sozusagen. What does home mean to you? Heimat ist eine Ansammlung von Gewohnheiten, die den Mensch tagtäglich braucht. Das ist Heimat. Also als gebürtiger Flüchtling hatte ich keine Flagge zu hissen, hatte ich keine Nationalhymne zu singen. Also von diesem Last bin ich regelrecht befreit, zum Glück. Aber wenn der Mensch wirklich das nachdenkt, geht es doch nicht um einen Kaffee in der Früh oder einen Tee, den man trinkt. Das ist doch die Heimat. What role does spirituality play in your life? Also als Musiker und als Liebhaber von Poesie ist Spiritualität eigentlich eine sehr wichtige Ebene. Das heißt, wenn man eine Bühne betritt und dann Musik spielt und dann irgendwo gibt es eine Pause in der Musik und die Musik geht weiter. Das ist eine Ebene,
wo ich mich bei jedem Auftritt sehne, das Erhabensein, ja, und das ist Spiritualität, dass man einfach etwas abhebt und man vergisst die Handys und das Internet und die Nachrichten und einfach dieses Moment zu erleben. Das ist für mich die Spiritualität, die ich mir für mich persönlich und auch für die anderen wünsche. Who are you? Ich bin der Sohn des Südens. Mein Name ist Geduld. Und mein bürgerlicher Name ist Marwan Abado. What's your name? And if you know, what does it mean? Spielt keine Rolle. Das sind kleine Steine, also mein Vornamen. Kleine Steine, die Feuer erzeugen. Also Feuersteine sozusagen.